Hallo und herzlich willkommen, liebe Wassermänner, auf meinem Kanal Crazy Owl und zu eurer Legung für das erste Halbjahr 2023. Wie ihr seht, habe ich das anders als sonst nicht live gemischelt, sondern bereits ausgelegt, da es sich um eine große Legung handelt und ich vermeiden wollte, dass ihr euch 10 Minuten Kartenmischeln mit mir anschauen dürft. Deswegen gerade ausgelegt und jetzt direkt für euch in den Kasten gedeutet. Wilma hat das Ganze beaufsichtigt, ist natürlich mit am Start. Zum Ende der Legung gibt es noch eine Faol-Rune für euch. Weiche Rune begleitet euch für das erste Halbjahr. Und ich möchte euch noch ganz kurz die Kartendecks vorstellen. Das Engel- und Ahnentarot von Orakel von Kyle Gray. Dann die Energieportale-Aktivierungskarten ebenfalls von Kyle Gray. Das Sacred Forest Tarot von... warum sage ich denn dauernd Tarot? Die Sacred Forest Orakelkarten von Denise Lynn. Das Tarot Grand Luxe von Ciro Marchetti. Das Mystical Tarot von Lo Scarabeo. Und das Vice Versa Tarot ebenfalls von Lo Scarabeo. Infos zu den verwendeten Kartendecks wie immer unten in der Infobox. Da findet ihr auch Infos zu den Faol-Runen. Gut, ihr seht hier jeweils 6 Karten für jeden Monat ausgelegt, geklärt mit 2 weiteren Tarot-Decks. Und ich habe aus jedem Orakel für euch 1 bis 2 Karten springen lassen. Schauen wir, welche Seelenenergie es für euch im Feld. Wir haben den Herzhüter oder die Herzhüterin, Liebe und lass dich lieben. Und wir haben den Krieger. Sei furchtlos und standhaft. Und bei diesen beiden Karten und den Tarotkarten, die ich hier liegen habe, kam mir so ein bisschen durch, ihr Wassermänner seid ja gerne sehr unabhängig und freiheitsliebend. Und auch mit den Karten, die ich hier liegen habe, ich werde später natürlich dazu kommen und euch die Karten zeigen. Es gibt das Potenzial, dass euch vielleicht jemand begegnet als potenzielles Gegenüber. Und da seid ihr aufgefordert, euch lieben zu lassen und furchtlos und standhaft zu sein. Dann haben wir die Ich-Bin-Präsenz, Lichtkörperaktivierung, Zugang zum Göttlichen im Inneren. Ihr seid als Wassermänner sowieso geistig sehr, sehr gut verbunden, sehr offen für diese Energien. Und da werdet ihr, so wie das mir hier liegt, einen ziemlichen Energieschub bekommen. Wir haben den Hüter des Landes. Ihr seid geschützt. Ihr seid sicher. Und wir haben den Hüter des Sommers. Das Wachstum. Und der Hüter des Sommers besagt auch, du sollst mit Hingabe an dem arbeiten, was dein Herz zum Fliegen bringt und deine Augen zum Leuchten und dann die reiche Ernte genießen. Denn ihr seht, dieser Baum hier trägt viele, viele Früchte, die bereit sind, von euch geerntet zu werden. Wir haben direkt im Januar startet ihr mit der Energie der 3 Münzen. Und diese Energie auf dieser Karte ist wirklich so dargestellt. Dieser Mann arbeitet mit Hingabe an dem, was sich ihm gerade zeigt. Also für mich kommt bei dieser Karte auch so durch, egal um was es sich da handelt, ob das jetzt inneres Wachstum ist, Hilfe für euch nahestehende Menschen oder ja, vielleicht ein eigenes Thema, das in die Heilung gehen möchte. Wenn sich euch das zeigt, schaut ihr euch das an und arbeitet mit Hingabe daran. Ihr habt Zeiten des Zweifels auch hinter euch. Ihr wisst, Zeit ist immer fließend. Also auch wenn das jetzt hier tendenziell im Januar liegt, sind die ein oder anderen von euch vielleicht schon im November in dieser Energie gewesen oder die nächsten kommen erst in Richtung März, April in diese Energie. Zeit ist fließend. Schaut einfach, wann es für euch resoniert. Also, ihr arbeitet definitiv mit Hingabe an euch
Und manchmal gibt es aber auch noch so eine Energie von euch, wo ihr sowohl ein bisschen an euch selbst zweifelt und trotzdem diese Dankbarkeit in euch habt. Das ist so ein bisschen auch dieser kontinuierliche Anspruch an sich selbst, vielleicht besser zu werden, dankbarer zu werden, die Zeit mit seinen Lieben, mit den Menschen, die einem wichtig sind, zu nutzen. Und da zweifelt ihr manchmal an euch, ob ihr das auch gut genug hinbekommt, glaube ich. Generell habt ihr mit den 10 der Kelchen die absolute Erfüllung liegen und ihr habt mit der Herrscherin auch, die steht klassisch dann natürlich für euch als Zuschauer in dieser Legung, ihr habt mit der Herrscherin definitiv, das ist die Königin der Königinnen, die Königin der Königinnen, ihr habt wirklich Fülle um euch. Ihr habt euch ein gutes Reich geschaffen, ihr habt euch gut aufgestellt und mit den 10 der Kelchen seid ihr auch erfüllt, wobei die Rückseite der 10 Kelche gefallen ist und auf der Vorderseite sieht man die Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Also ihr habt viele Menschen, die euch hier nahe stehen, die euch auch emotional erfüllen, aber auch diese Herrscherin sitzt alleine auf ihrem Thron und vielleicht ist das auch so ein Thema, wo ihr manchmal euch überlegt, will ich denn überhaupt jemanden wieder an mich ranlassen? Weil eigentlich geht es mir als Herrscherin auf meinem Thron hier ja echt gut, ne? Und so eine Liebesverbindung bringt ja auch immer wieder mal ein paar Herausforderungen mit sich. Diese Geschichte läuft nämlich hier im Februar tendenziell weiter. Hier haben wir nämlich dann euer Gegenüberliegen, den Herrscher. Und darunter liegt die 4 Kelche. Mir kommt jetzt bei dieser Kartenkombination direkt der Spruch durch, die Männer waren nicht Manns genug, weshalb ihr auch des Öfteren Ablehnung oder Zurückweisung erfahren habt. Und das ist jetzt nicht so, dass euch das den Boden unter den Füßen noch wegzieht, ne? Denn diese Karte hier ist für mich schon so dargestellt, ja, diese Vorfälle gab's, aber dieses Mädchen oder diese Frau auf dieser Schaukel ist in einer gewissen Leichtigkeit. Die sagt, ja, das war halt so, ne? Der Herrscher war noch nicht bereit, den Kelch, den ich ihm gereicht habe, anzunehmen oder er konnte mir nicht genug in den Kelchen bieten, wie auch immer. Und hier scheint ihr aber im Februar tendenziell, in eurem Geburtsmonat, wo viele von euch Geburtstag haben, eine Art Weckruf oder Wiederauferstehung zu erfahren. Mit dem Gericht, das spricht definitiv von einer Energieanhebung und von einem Weckruf. Und dazu ist auch noch die Welt gefallen. Etwas kommt zu einem Ende und beginnt neu. Das finde ich eine echt sehr spannende Energie. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, ne, dass manche von euch plötzlich, vielleicht für sich auch unverständlicherweise, so eine leichte Sehnsucht in sich verspüren. Ja, es wäre ja eigentlich schon schön, dieses Reich, das ich mir hier gemeinsam aufgebaut habe, mit jemandem zusammen zu genießen. Aber wenn, dann möchte ich das in der Leichtigkeit haben. Und nicht in irgendwie einer schweren oder sehr herausfordernden Energie. Ihr wisst, dass ihr sehr geduldig wart. Mit den 7 der Münzen im tendenziellen März ist das so eine Energie, ne? Also hier kommt vielleicht so ein Weckruf durch, wo ihr sagt, ja, vielleicht möchte ich ja da doch was verändern oder es gibt so eine Sehnsucht in mir. Und ich weiß aber mit den 7 der Münzen, dass alles zur rechten Zeit kommt. Und parallel ist das Rad des Schicksals gefallen. Das Rad des Schicksals dreht sich beständig. Das ist das natürliche Auf und Ab im Leben. Und das Rad des Schicksals kündigt eine
Veränderung in deinem Leben an, die zu deinem Besten dient. Und das hat damit zu tun, dass du mit den 9 der Münzen die klassische, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, ne, ihr dreht euch das bitte um, die klassische unabhängige Frau bist, die sich eine, die in der Fülle lebt, die auch sich einen gewissen Komfort geschaffen hat und auch in einem, in einer gewissen Komfortzone lebt. Ja, du hast dir echt viel aufgebaut. Und dennoch ist als Klärung hier wieder die 4 der Kelche gefallen. Das wäre die Vorderseite. Die ist nicht gefallen, sondern die Rückseite. Und ihr seht hier die 4 Kelche, die ausgekippt waren. Das waren vielleicht die Enttäuschungen, die ihr mit den Männern, die nicht manns genug waren, oder Frauen, die nicht klar genug waren, wenn ihr ein Mann seid, oder gleichgeschlechtlich, die hier vergossen wurden. Da hat es einfach nicht funktioniert. Und man sieht am Horizont dieses Schiff. Und vielleicht habt ihr wirklich, es kam mir ja hier schon durch mit diesem Weckruf, vielleicht merkt ihr wirklich so eine kleine Stimme in euch, diese leise Sehnsucht, dass es auch schön wäre, dieses Leben mit jemandem zu teilen, in Verbundenheit zu leben. Und da könnten euch, tendenziell im April, gewisse Geistesblitze durchkommen. Der Page der Schwerter steht für mich immer für Geistesblitze, für plötzliche Erkenntnisse auch. Ja? Und der wurde geklärt mit einem, jetzt passt auf, König der Kelche und dem Hierophanten. Der Hierophant ist jetzt, wäre Stierelement, ja. Diese Kombination in der Legung springt mich jetzt aber so an, es könnte sein, dass da aus heiterem Himmel euch ein König der Kelche geschickt wird. Ein Gefühl, eine gefühlvolle männliche Energie. Ein Mann, der mit seinen Gefühlen verbunden ist. Und mit dem Hierophanten ist das für mich wirklich diese Energie, als ob der aus heiterem Himmel, wie vom Himmel gesandt, euch vor die Füße fällt. Und da wird oder könnte potenziell jede Menge Kommunikation mit der Klärungskarte der 8 Stäbe stattfinden, denn die 8 Stäbe steht immer für etwas, was schnell geht, für Nachrichten, für Kommunikationsdichte. Also hier könnte euch tendenziell im April ein Gegenüber vor die Füße fallen. Und dass das gar nicht so abwegig ist, sagt mir im Mai das Ass der Münzen. Ihr habt nach dieser Begegnung im darauffolgenden Monat kommt die größte Glückskarte im Tarot, das Ass der Münzen. Es gibt 4 Asse, ne? Die Schwerter, die Kelche, die Stäbe. Das Ass der Schwerter ruft auf zu Klarheit, Wahrheit. Das Ass der Stäbe ist eine leidenschaftliche, feurige Chance, die aber nicht ohne Risiko ist. Und das Ass der Kelche ist die Chance auf tiefe Gefühle. Aber diese 3 Asse haben nicht diese Erdung, dieses Fundament, diese Stabilität. Wirklich, das ist das Samenkorn für die fetteste Eiche, die du je gesehen hast, die in deinem Leben wachsen kann. Mit dem Ass der Münzen habt ihr im Mai eine riesengroße Chance, hier wirklich das Glück in Händen zu halten. Und das wird auch Leidenschaften in euch wecken mit der Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist die Königin des Feuerelements. Die weiß, dass sie das Beste verdient hat und ist aber auch bereit, daran zu arbeiten. Und ihr habt diese Chance. Also da werden Leidenschaften in euch geweckt werden. Und wieder ist die Königin der Stäbe im Zweifel. Vielleicht habt ihr früher schon einmal, seid ihr euren Leidenschaften gefolgt, ja, und wurdet vielleicht verletzt. Und ihr fragt euch jetzt, soll ich mich da wieder drauf einlassen? Soll ich mir das wieder antun?
soll ich wirklich mein Herz öffnen und vielleicht wieder verletzt werden? Ich habe mir doch hier so ein schönes, komfortables Reich als Herrscherin aufgebaut mit den neuen Münzen. Ne? Ich war geduldig, ich habe hart an mir gearbeitet. Und jetzt kommt da so ein Gegenüber und Mist, das könnte auch wieder wehtun. Und da erinnere ich euch jetzt gerne an die Eingangskarten, ja, die Herzhüterin und den Krieger. Liebe und lass dich lieben und sei furchtlos und bleibe standhaft. Ja, liebe Wassermänner, ich bin gespannt, was sich da für euch tut. Tendenziell im Mai werdet ihr mit der Gerechtigkeit für euch einen Ausgleich schaffen. Als Klärung ist daraufhin gefallen die 5 der Kelche. Ihr werdet euch also anschauen, okay, ja, ich habe schon Verzweiflung erfahren, ich habe Enttäuschung erfahren, ich habe Herzeleid erfahren, aber ich bin in meiner Mitte und diese Erfahrungen haben mich auch reifen lassen. Die haben mich Kraft gekostet, ja, die haben mich geschmerzt, ja. Aber sie haben mir auch eine Lebenserfahrung oder eine innere Weisheit zuteilwerden lassen, die mich heute ein gerechtes Urteil fällen lässt. Und darauf fällt das Ass der Kelche. Ich glaube, die meisten von euch werden sich dafür entscheiden, dieses Ass der Münzen, dieser König der Kelche, der hier auftaucht für euch, diese Chance zu ergreifen. Auch die weiteren Karten sprechen dafür. Wir haben hier die Outcome-Karten. Und hier haben wir wirklich wunderschön die 10 der Kelche. Die absolute emotionale Erfüllung. Und hier liegt die Königin der Kelche. Wir haben also das Paar hier liegen. Hier liegt der König der Kelche, der wie vom Himmel geschickt auf euch zukommt. Und die 10 der Kelche mit der Königin der Kelche. Das ist die absolute Erfüllung auf Liebesebene. Und ich finde interessant, der König und die Königin der Kelche ist aus demselben Tarotdeck entsprungen. Also vielleicht ist es ja wirklich wie vom Himmel gesandt, dieser König der Kelche. Und wir haben hier noch den Ritter der Stäbe. Und hier springt mich jetzt, der Ritter der Stäbe ist natürlich Feuerelement, das wäre die Vorderseite. Aber mich springt hier dieser Phönix an, wie er auf dieser Karte dargestellt ist. Vielleicht ist das für euch eine Liebe, die wie der Phönix aus der Asche aufersteht und euch neu entfacht. Und das finde ich, ja, nur die Liebe zählt. Kai Pflaume lässt grüßen. Meine lieben Wassermänner, ich bin gespannt, was sich tut. Schauen wir mal, welche Rune euch für dieses Jahr, erste Halbjahr begleitet. Mit wirklich sehr, sehr schönen Karten. Welche Rune begleitet die Wassermänner? Die hier? Die Hagalas. Ach, sieh an. Die Hagalas ist ja der Hagel, der dir normalerweise die Erdbeerernte verhagelt und dann kannst du nur noch Marmelade draus machen. Die Hagalas ist aber sowohl der Zauber als auch der Gegenzauber. Viele haben ja Angst vor der Hagalas, weil sie ja die Zerstörerrune ist. Aber die Hagalas ist der Zauber und der Gegenzauber. Und sie steht auch für eine Offenbarung. Und vielleicht, liebe Wassermänner, habt ihr hier die Offenbarung, dass die Liebe die stärkste Kraft im Universum ist und dass die Liebe einen herausfordert. Selbst die Göttin Freya hat goldene Tränen aus Liebeskummer geweint. Eine Göttin war nicht gefeit davor, aus Liebe Tränen zu vergießen. Aber jede Träne war es wert. Und vielleicht offenbart euch die Hagalas, dass man auch nach vielen schmerzhaften Erfahrungen
oder unglücklichen Verbindungen und einem sich wieder auf die Beine stellen und sich ein sicheres Reich geschaffen zu haben, dass Liebe dennoch einfach die stärkste Kraft im Universum ist, die einen trägt, die einen wärmt und die einen über sich hinauswachsen lässt. Liebe Wassermänner, ich wünsche euch von Herzen ein zauberhaftes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2023. Ich freue mich über eure Likes, Abos und Kommentare. Lasst mir gerne auch ein Feedback da, wie euch die Legung gefallen hat, ob ihr öfter eine Legung in der Art sehen wollt. Und ja, ich bedanke mich für euer Dabeisein, für euer Zuschauen und wünsche euch wirklich ganz, ganz schöne Weihnachten. Fühlt euch gedrückt, eure Crazy Owl. Bis bald. Ciao.